Servus und willkommen bei einem weiteren Tutorial von Bucket Support. Ja, diesmal geht es um Spoutcraft. Ja, hier muss ich aber einmal ganz kurz zurückschwenken zu meinem letzten Tutorial, und zwar zu Academy und Chess Shop bei Teil 2. Dort bin ich ja unter Multi- bzw. Mehrspieler drauf, und dort habt ihr gesehen, dass ich ja hier mehrere Server aufgelistet habe, denn im Video gesagt, wenn ihr es wissen möchtet, wie das funktioniert, bei 1.7 schon, angeblich soll es bei 1.8 raus, sollte eigentlich schon bei 1.7 rauskommen, wer weiß, ob es rauskommt, darum mache ich trotzdem schon dieses Tutorial. Dort haben denn zwei Leute auf jeden Fall schon gepostet, dass die auf jeden Fall das wissen wollen, wie es funktioniert. Ja, und das möchte ich euch einmal zeigen. Wir gehen in dem Sinn auf die neue Bucket-Seite dev.bucket.org, gehen denn hier in den Reiter Clients Mods. Ja, geben wir. So, dann gehen wir in den Reiter unter S. Sollte er auch machen. So, und da haben wir schon ganz oben Spoutcraft. Das ist dieser Client, den wir jetzt benötigen. So, dann lade ich mir den, oder wir gehen erstmal drauf. So, dann sind wir hier unter Spoutcraft. Hier oben sieht das noch mal. In dem sind Client Mods, keine Server Mods. So, ja, hier in dem sind ein paar kleine Informationen darüber. Ja, hier könnt ihr euch den Launcher runterladen oder hier ganz oben unter Downloads. Also man braucht ja nicht mehr komplett runterscrollen, hatte ich ja mal ein Video rüber gemacht. Einfach hier runterladen, hier die Tickets, beziehungsweise könnt ihr auch hier einsehen, die offenen Tickets. Gehe ich natürlich jetzt nicht mehr weiter ein. Ja, in dem Sinne einmal den Client runterladen. Das habe ich natürlich hier schon alles gemacht. So, wir haben auch zurzeit hier unter Anwendungsdatei, das wäre bei Windows Vista und 7, wäre das AppData. Dort haben wir hier diesen Minecraft, der erstellt gleich einen komplett neuen. Das heißt, euer Punkt Minecraft-Ordner, der wird nicht zum Mittelschein gezogen, also da kann nichts passieren. Hier haben wir ja die Minecraft JAR-Datei und hier jetzt die Spoutcraft. Ich habe sie mir runtergeladen. Ich habe ja, wie ihr hier gesehen habt, ist hier jetzt kein Punkt Spoutcraft-Ordner drin. Den habe ich eben gerade mal komplett gelöscht. So, wir starten das Programm wie die Minecraft-Datei. Eigentlich ganz normal. Ich werde jetzt erstmal nur Mods Tutorialen, da ja morgen, also mit Torschkeit, also ich setze das ja erst morgen rein, also heute 1.8 rauskommen soll. Das heißt also, wir haben heute den 28, also den 29. soll 1.8 rauskommen. Okay, ja, wir haben jetzt hier unseren Launcher drinne. Das heißt, er sieht auf jeden Fall schon mal sehr, sehr netter aus. Wir haben dann später hier noch eine kleine Funktion. Da steht denn, ist denn hier unser Icon. Und dann steht hier unten unser Ingame-Namen. Da klicken wir dann nur noch drauf. Dann joinen wir automatisch drauf. Gut, als allererstes müssen wir erstmal hier unsere Zugangsdaten eingeben, die wir eigentlich bei Minecraft den Client auch nutzen. Ja, hier natürlich das Passwort. Der verbindet sich automatisch mit dem Master Server von Minecraft.org. Ja, gehen denn hier erstmal auf Login. Dort wird erstmal angefragt, ob dieser Account existiert. Das ist ja völlig normal, wie beim Client eigentlich auch. So, mal gucken, ob es jetzt diesmal funktioniert, weil ich jetzt letzte Zeit jetzt, also ich hatte eben gerade schon angefangen, bloß hat er mich nicht reingelassen. Also in letzter Zeit hängt der Master Server extrem, und ich glaube, das ist gleich wieder soweit. Nein, gut, er hat mich in dem Sinne hier schon zugelassen, aber er lädt jetzt erstmal die Dateien hier rein. In dem Sinne bei XP einstellen und Anwendungsdatei, Nicknamen, Anwendungsdatei und dann Punkt
Spotcraft, das heißt, wir können ja hier schon mal reingucken und hier haben wir sie. Punkt Spotcraft, ja, das ist in dem Sinne eine Punkt Minecraft, das ist die Original Minecraft 1.7. Die werde ich denn im Forum auch heute noch online stellen, stelle ich aber auch nochmal den Post in der Videobeschreibung. Das heißt, solltet ihr auf 1.8 updaten, wollt aber auf Server die noch auf 1.7, braucht ihr hier diese Datei. Einfach nur in den Punkt Minecraft reinschieben. Das war's gewesen. Da ist nichts drin, eigentlich nur die Rohfassung. Gut, wir können eigentlich hier mal reingehen. Ja, natürlich funktionieren auch alle Mods in den Too Many Items. Ja, den gibt es ja für den Singleplayer World Guard. Das funktioniert auch alles. Hier haben wir zum Beispiel den sogenannten Bin-Ordner. Hier wird er denn uns gleich oder später noch die Minecraft.jar stellen, wo wir die Mods einstellen. Ja, auch die Texture-Packs funktionieren. Da müsst ihr diesen einen Mod installieren. Da müsst ihr nur den Pfad abändern zu nicht zu Punkt Minecraft, sondern zu Punkt Spoutcraft. Das zeige ich aber in einem weiteren Tutorial, da ich jetzt erstmal für die Server erstmal einstelle, weil wirklich 1.8 und das bringt jetzt nicht noch für 1.7 Tutorials zu machen, weil es bringt ja wirklich jetzt nichts. Auch mein Server, da werde ich jetzt erstmal die Bewerbung, das werde ich nochmal jeden einzelnen Spieler nochmal anschreiben. Ich habe jetzt schon Bewerbungen, das heißt, ich würde jetzt erstmal abwarten, wie lange Bucket braucht bis auf 1.8. Gut, ja, dann gucken wir mal ganz kurz. Ja, dann würde ich jetzt sagen, ich mache jetzt hier kurz erstmal einen kleinen Cut, bis er mich oder bis er alle Dateien runtergeladen, dass er mich einloggt. Also, bis gleich. Ja, dann hat er uns das jetzt abgedatet und ja, er loggt sich automatisch jetzt in den Client ein. Das heißt, es ist wirklich alles runtergeladen. Das heißt, hier könnt ihr wirklich auch sehen, hier Minecraft Jar, das heißt die Standarddatei. Also es funktioniert soweit eigentlich alles. Das heißt, man muss dann die ganzen Mods nochmal neu installieren. Das ist natürlich ein Nachteil. Gut, Singleplayer eigentlich ganz normal. Ich schiebe das mal hier ein bisschen weiter hoch, dann sieht er nämlich auch mehr. Also hier im Singleplayer ganz normal neue Welt erstellen. Das ist eigentlich alles normal. Auch die Texture Packs, da müsst ihr diesen einen Mod noch installieren. Mache ich aber auf jeden Fall nochmal ein Tutorial, wie das funktioniert. Will ich dir nochmal ganz genau zeigen, wie das über Spoutcraft läuft. Ja, die Options auch ganz normal. Control ändere ich hier bei mir gleich mal um in Return bzw. Enter. So mache ich es. Ihr könnt das ja so machen, wie ihr möchtet. Ja, dann haben wir hier schon den Multi. Ja, und da haben wir schon hier diese Grundoberfläche, die bei Minecraft noch nicht existiert, sondern nur bei Spoutcraft. Der hat das alles schon ein bisschen, ja, sagen wir mal, er ist schon ein bisschen weiter voraus wie Notch. Ja. Gut, dann können wir eigentlich hier mal Add Server. Das heißt, wir können jetzt erstmal hier den Quick Server entweder ganz normal hier die IP, den können wir hier drauf connecten oder wir setzen eine Favoritenliste hinzu. Hier gebt ihr denn zum Beispiel eure IP. Bei mir wäre das als Minecraft.minecraft.to, denn zum Beispiel Nitrado Server. So, geht denn auf Add. So, dann hat er uns das hier schon in die Favoriten reingesetzt. Also hier Nitrado und dann hier nochmal die IP. Wir können dann wieder einen neuen Server erstellen, je nachdem. Können nämlich hier mit Doppelklick drauf. Ja, wir können natürlich jetzt diesen auch deleten, das heißt löschen, aktualisieren. Ja. Public Server List, da gehen wir jetzt mal rein. Beziehungsweise ich stopp, ich schließe den jetzt mal und dann sage ich euch das mal, wie das denn ist. Ja, ich schließe das jetzt mal ganz kurz. Mache noch mal ganz kurz einen Cut, bis er mir. Ne, brauchen wir gar nicht. Noch besser. Gut, starte ich noch mal die Spoutcraft. Oder Spoutcraft, wie auch immer.
wie man es aussprechen möchte, Englisch, Deutsch, wie auch immer. Deutsch heißt Sportkraft, Englisch Sportkraft. Naja, okay, ja, ihr seht ihr schon hier eine kleine Veränderung. Ich habe jetzt hier noch meine Login-Daten, aber hier auf der linken Seite seht ihr jetzt mein, ja, wie ich im Game aussehe. Das ist der Mr. Obama. Ja, und hier drunter in dem Sinne mein Ingame-Namen einfach draufklicken, den loggt er sich automatisch ein. Sollte er machen, wenn er nicht wieder ein bisschen muckt. So, dann will ich mal sagen, ich mache ganz kurz einen Cut, weil lang habe ich nicht mehr, weil ich dann hier über die 15 Minuten drüber bin. Ich mache ganz kurz einen Cut, bis wir uns wieder eingeloggt haben. Ja, und da loggen wir uns auch schon ein. Also manchmal gibt es Probleme, zumindest ich habe es, haben nicht alle, dass ich mich öfter mal einloggen muss. Ja, dann haben wir hier wieder Multi. Da gehen wir jetzt nochmal drauf. Denn Public Server Liste. Hier können wir die Serverlisten abfragen. Das heißt, registrierte Server. Wie man Server registrieren kann, weiß ich nicht. Ihr könnt ja mal in den Kommentaren schreiben, wie das funktioniert. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Ja, dann gehen wir mal auf. Jetzt weiß ich nicht, wo ich jetzt war. Favoriten, Refresh. Ja, jetzt werden sie gelistet. Das heißt, wir gehen jetzt hier mal auf Plus. Dann haben wir hier Australien zwischen. Nochmal Australien, Belgien, Brasilien, Kanada, China sogar, Tschechische Republik, Dänemark, Ägypten, ja, Europa, Finnland, Frankreich sogar, Deutschland. Also sehr viele Auflistungen und hier kann man dann sehen, wer wo gerade online ist. Also ist eine recht gute Auflistung hier. Wie geht es denn noch weiter? Hier mit den normalen Button können wir dann noch weiter hoch und runter scrollen. Ja, ich würde sagen, das war es eigentlich zu den Sportcraft Client, wie der genutzt wird, wie der verwendet wird, wie auch immer. Ja, könnt ihr dann in die Favoriten setzen, wie auch immer, oder wir gehen zurück. Ja, das war es eigentlich zu diesem Tutorial. Ja, ich würde mal sagen, wir sehen uns bald wieder. Bye bye, euer Eis von Bucket Support.